Herzlich willkommen zu der Sendung mit den Karten, die nie lügen. Und das ist die Prognose für 2014. Es gibt ein gutes Jahr. Das sieht man nur schon an der Quersumme von 2014. 2 ist 3 und 4 ist 7. 7. Das steht ja für Spiritualität. Und für Bescheidenheit und Zurückhaltung, quasi die 7 Tugenden. Gut, 7 steht ja auch für die 7 Todsünden. Also Todsünden wie Bayern München Fancy. Oder glauben, dass Lastwagen eine Vignette brauchen. Oder Justin Bieber hören oder den Bachelor schauen. Grossartig, ja. Das nächste Jahr, ich sehe das ganz deutlich in meinen Karten, wenn wir schon beim 7. sind, gibt es garantiert, aber garantiert wieder 7 Tage pro Woche. Ja, aber ich sehe leider auch mindestens 7 Hexenschüsse. Ja, weil wir uns so viel bucken vor einem Ausländer, das ist ganz schlecht für den Rücken, ja. Aber das nächste Jahr wird es auch viel Licht geben. Oh, ich sehe so viel Licht im 2014. Pascal Couchepin, ich weiß, wovon Sie sprechen. Ab 1. Januar, wir haben neue Gesetze. Bei jedem Auto muss immer brennen das Licht. Wer erzählst jetzt du da wieder, du Politiker, du Ausrangierte? Wenn du mich anschaust, wenn ich Autos fahre, muss ich nie Licht machen. Ich strahle immer bei Olympiasieger. Und meine Olympiasiegerin von der Medaille, die sind so hell. Mich sieht man nicht mehr. Aber der, der das so Zeichen rauslässt, der die Prognose macht, er soll den Stecker rausziehen. Das ist ein Leuchten, ein Oberleuchten ist das. Ein Armleuchter. Ich weiss es, bei Olympiasieger. Es wird ja im 2014 viele Veränderungen geben. Das sehe ich nicht nur in meinen Karten, sondern zum Beispiel auch in meinen Minimanias. Nehmen wir zum Beispiel, das Toilettenpapier. Ja, grossartig. Das bedeutet, dass bei den Juso das Mindestalter oben abgesetzt wird. Mitglied bei der Juso darf jetzt sein, wer einfach keine Windeln mehr tragen muss. Auf der anderen Seite wird das Alter im Nationalrat auch ein bisschen verändern. Dort darf man nicht mehr mit dabei sein, wenn man wieder Windeln tragen muss. Und beim Ständerat, oh, grossartige Veränderungen, sind ja 47 Ständerat, gell? Ja, dort muss man einen Intelligenztest machen, dass man Ständerat werden darf. Man muss fehlerfrei können von 1 bis 47 zählen. Zeit für den Test 10 Minuten. Das ist die Sendung mit den Karten, die nie lügen, und den Prognosen aufs 2014. Es gibt ja immer wieder Menschen, die sagen, ich sei ein Scharlatan. Ja, da frage ich mich aber, warum glaubt man eigentlich anderen Menschen, die Prognosen abgeben? Also Wirtschaftsprognosen, Fußballprognosen, Börsenprophezeiungen oder Wetterprognosen. All diesen Menschen glaubt man, nur mir nicht.
Ja, liebes Publikum, und damit wäre doch wieder einmal bewiesen, wer sich anzieht wie Kelly Family nach dem Schlussverkauf, dem glaubt man einfach nie. Du Zwetschge, du, was weißt du schon? Da also jetzt die Wirtschaftsprognose 2014. Am besten und sichersten leiht man sein Geld im 2014 an in den Steuern. Ich sehe es ganz deutlich in meinen Karten, das ist das Einzige, das hundertprozentig steigt. Mhm. Und dann noch ein Geheimtipp. Eine grossartige Kapitalanlage ist Stoff. Hey ja, bei all den Menschen, die da kommen und so Kopftücher tragen und so, den Stoffen, grossartige Kapitalanlage. Hey, was geht ab? Redst du von dir oder redst du von mir? Ich sage es ja. Kopftücher, Stoff, grossartige Kapitalanlage. Hey, was meinst du? Die Zweideutigkeit brauche ich nicht. Fuck you. You fucking fuck. Da ist der Mike Shiva mit der Prognose fürs Jahr 2014. Ein grossartiges Jahr wird auf uns zukommen. Besonders der Sommer. In meinen Karten sehe ich das ganz deutlich und dank meiner Spiritualität sehe ich Böllen. Und wir werden alle Böllen, ganz viele schöne Böllen werden wir schön. Ja, ich bin der Obmann Hitzfeld und das ist ja kein Wunder. Man weiß ja, nächsten Sommer sind die Fußball-Weltmeisterschaften in Brasilien und da tut man mit der Böllen spielen. Und jetzt weiß ich, was ich so deutlich gesehen habe. Mit den Böllen spielen in Brasilien, oder? Mit den Böllen spielen. Grossartig. Also, Entschuldigung, das geht nicht. Ich finde das alles tiefstes Niveau. Ich als Trainer von der Schweizer Fußballnationalmannschaft sprich da eine Strafe aus. Das gibt die rote Karte.